Willkommen bei der Firma Sänger in Lingen. Ich bin jetzt hier zu Besuch, weil es ja eine Wiedereröffnung nach dem Umbau, ja? Und wir präsentieren, beziehungsweise die Firma Sänger präsentiert den neuen A5. Ja? Und später kommen auch noch dazu Q2. Aber jetzt widmen wir uns erstmal den A5, weil wir sehen ja schon neue Optik. Ja? Wir gehen mal rum. Also erstmal sieht er bulliger aus. Ja, wenn man sich das hier anschaut, sieht bulliger aus. Und wenn man die Seite hat man so eine Tornado-Linie gehabt früher. Die sieht jetzt etwas frischer aus. Ist jetzt kein neues Modell, ist ja nur ein Facelift. Aber hinten gucken wir uns auch nochmal an. Sieht einfach knackiger aus. Hier haben wir die Rückleuchten. Kennen wir schon ein bisschen so die Optik vom A3, von der A3 Limo. Ja? So, das war jetzt so unter uns gesagt ein bisschen das Pflichtprogramm. Ja? A5 Facelift. Sieht gut aus. Fährt auch gut. Bin ich schon in Turin gefahren. Fährt Bombe. Jetzt kommen wir zum Q2. Ja? Komplett neues Auto. Kommt mit. Ja? Lasst ihn erstmal wirken. Neue Linie. Ja? Komplette Seitenführung. Ist alles neu. Und jetzt sehen wir so ein bisschen ausgestellte Kotflügel. Jetzt fragen wir uns alle, woher kommt das Auto? Was ist denn da drunter? A3. Aber es hat sonst nichts mit A3 zu tun. Es ist einfach ein komplett neues Auto. Werden wir auch hinterher sehen, wenn wir mal mitfahren. Es ist agil, bin ich nämlich auch schon gefahren. Ja, auf der Rennstrecke. Gar nicht so verkehrt. Also, wir gucken mal weiter. Denkt man sich hier so ein bisschen... Ah, was wollen sie uns damit sagen? Neu wollen sie uns sagen. Alles neu. Und jetzt denkt man sich... Oh, warte mal, ist ja nicht auf. Ah, doch, ist auf. Bei so einem kleinen Auto, weil ist ja, also man kennt ja Q7, Q5, Q3 und jetzt kommt Q2, dann denkt man sich, ja, so viel Platz kann da nicht sein. Ja, nix ist. Wir haben hier ohne Ende Platz und wenn man jetzt was verstauen möchte, so ein bisschen was Kleines, haben wir hier sogar so eine Art doppelten Boden. Passt genug rein. Und wenn man ihn umlegen möchte, also ich meine die Heckbank, geht das auch. Warte, so. So, jetzt haben wir auch hier so die ganzen Daten wollen wir gar nicht haben. Ne? Wir wollen mehr das designtechnisch hier mal sehen und dieses Lifestyle-Gefühl, was der Q2 uns bringt. Allein hier dieses Blade, das kennen wir ja, also übertrieben gesehen, kennen wir es vom R8. Aber jetzt haben wir es hier, das Edge quasi. Das kannst du farblich komplett konfigurieren. Du kannst es in schwarz haben, du kannst es in grau haben, du kannst, egal in welcher Farbe, kannst du es haben. Dann kannst du es auch so, dieses farbliche alle, gestalten, wie du lustig bist. Also das ohne Ende Möglichkeiten. Es gibt sogar eine Edition One. Die ist dann auch nur in einem bestimmten Zeitraum bestellbar. Heißt, du hast auch ein bisschen so was Besonderes, was Limitiertes, was fürs Herzen. Aber jetzt habe ich genug gesubbelt. Wir wollen jetzt fahren. Kommt, einsteigen. Aber was ich wirklich cool finde, ist einfach die Anmutung. Ne? Die Qualität von den von der Armatur, weil es gibt ja mal verschiedene Arten von Armaturenbrettern. Einmal dieses günstige Kunststoff oder halt hier dieses weiche. Also es ist halt sehr hochwertig alles, ne? Es wird nicht knarzen, es wird keine Geräusche machen. Es wird einfach so sitzen, wie es sein muss. Wir haben ja 150 PS an Bord. Hast du dich angeschnallt? Sehr gut, doppelt. Okay. Aber was ich wirklich cool finde, ist einfach die Anmutung, ne? Die Qualität von der Armatur, weil es gibt ja mal verschiedene Arten von Armaturenbrettern. Einmal dieses günstige Kunststoff oder halt hier dieses weiche. Also es ist halt sehr hochwertig alles, ne? Es wird nicht knarzen, es wird keine Geräusche machen. Es wird einfach so sitzen, wie es sein muss. Wir haben ja 150 PS an Bord. Hast du dich angeschnallt? Sehr gut, doppelt. Okay. Doppelkupplungsgetriebe haben wir hier. Ja. Ich meine, das ist schon cool. Auch das neue Lenkrad finde ich sehr sexy. Und Virtual Cockpit. In so einem kleinen Auto. Auch Head-Up-Display haben wir auch hier. Warte mal. Können wir auch hervorzaubern. Einfach hoch. Ist das geil? Geil, ne? Ist das geil? Ja, klar. Ist Audi.
Muss noch ein bisschen wirken lassen. Ich meine, das kannst du ja farblich komplett individualisieren, ne? Aber sowas von komplett. Kannst du ja bunt machen, wie du willst. Ja. Guck mal, wie er die Bodenwellen schluckt hier, wa? Bist du schon mal gefahren? Ja, selber schon gefahren, ja. Macht echt Spaß. Also für das Modell doch, wirklich. Echt? Muss man sagen. Ist cool, ne? Edition One. Sehr gut, ausstehen. In ja? Den geht klar, oder? Geht klar, wenn ich den kriege. Ja, wir müssen ja. Nur ein, zwei Sachen austauschen. Wir müssen nur bezahlen. Ja, und sauber machen. Ich habe das jetzt gar nicht mitgekriegt. Was ist denn heute? Heute ist Wiedereröffnung bei Sänger. Da sind wir nämlich und präsentieren Q2 und machen eine Autogrammstunde und all so ein schön. Alles ja, ist gebombt. Q2, Sportpaket, ja? Sportvariante. 150 PS. DSG quasi, also S-Tronic. Ja, also, Sportpaket, 150 PS, S-Tronic, LED-Scheinwerfer. Allein, wenn man sich das innen hier mal anschaut, ja, sieht jetzt nicht langweilig aus, oder? Guck mal rein. Ja, schon hochwertig und schick. Das kann man alles farblich individualisieren, bis der Arzt kommt. Und jetzt gehen wir mal kurz vorne gucken. Geil, ne? Guck mal, komm her, Stück, oder? 1,4er Motor. Egal, ja, nee, hat man 1,4, so viel kann er jetzt auch nicht. Der ist schon ein Zügel. Also, wir sehen es gleich auf der Landstraße, der kann schon was. Also, ich bin zufrieden damit. Pfund. Was sagt der Navi? Ist geil. Ach, du bist auch Navi für außen? Ich bin auch Navi für außen, ja. Ey, Nico, Mann, das ist unglaublich. Rundumberater. So. Ja. Mein Navi, das ist geil. So ein aktives Navi habe ich nie gehabt. Toll, ne? Toll, super. Also ich würde sagen, macht Spaß und es ist eine Überraschung. Ja, es ist so, dass man sich denkt, oh, könnte vielleicht ganz gut sein, muss man einfach erfahren. Und das empfehle ich euch jetzt. Viel Spaß. Sänger. Faszination Automobil.